Mein Name ist Christiane Wolf. Ich bin 1964 in Greifswald geboren. Bin, als ich 3 Jahre war, hier auf diese Insel gezogen mit meinen Eltern und bin hier 10 Jahre zur Schule gegangen. Eine Zulassung zur EOS habe ich nicht bekommen, weil meine Eltern Akademiker waren. Ich habe dann nach der 10. Klasse Agrotechniker mit Abitur gelernt und habe über diesen Umweg der Berufsausbildung in der Landwirtschaft den Makel Intelligenzkind verloren und konnte deshalb dann Biologie studieren, was mir ohne die Ausbildung in der Landwirtschaft nicht möglich gewesen wäre. Wir stehen hier direkt an der Westküste von Kloster auf der Insel Hiddensee und ich kenne diesen Blick direkt von der Küste in Richtung Westen auf die offene Ostsee seit frühesten Kindertagen. Man sieht bei gutem Wetter die Insel Möhn, die sich hier in 60 Kilometer Entfernung befindet. Und es war immer mein Wunsch, mal wirklich von Möhn auch nach Hiddensee zu gucken. Und ich habe nie verstanden, warum wir das zu DDR-Zeiten nicht durften, warum es nicht einfach möglich war, dort mal hinzufahren und dann auch mit neuen Eindrücken wieder auf diese Insel zurückzukommen. Und ich war froh, dass das dann nach der Wende möglich war. Ich habe am 30. Juni 1989 Diplom gemacht, also genau ein Jahr und einen Tag, bevor wir die D-Mark bekamen. Und wenn ich mir rückblickend überlege, ich hätte an diesem Tag meines Diploms, also am 30. Juni 1989, erwähnt, dass wir in einem Jahr mit der D-Mark bezahlen. Ich weiß nicht, was man mit mir gemacht hätte. Auf jeden Fall hätten mich alle für verrückt erklärt. Also das zeigt im Nachhinein auch nochmal, wie schnell, in welchen kurzen Zeiträumen diese Wende auch für uns abgelaufen ist. Und dass wir alle Mühe hatten, das zu realisieren, was alles geschehen ist, das wird einem erst im Nachhinein klar.